Ja, Linda hat ja zum Spiel heute, glaube ich, schon ganz viel gesagt. Wir sind super ins Spiel reingekommen, haben uns aber wirklich einfach nicht belohnt, so die Präzision im letzten Pass. Aber auch, muss ich sagen, natürlich eine Abwehr von Finnland, die alles reingeworfen hat. Aber ich glaube, wenn das 1-0 ein bisschen früher fällt, dann fällt uns das eine oder andere leichter. Wir haben aber nicht aufgehört. Wir wollten dieses Tor noch unbedingt vor der Halbzeit erzielen. Das haben wir getan. Ich fand, es war jetzt heute nicht super brillant, aber es war sehr, sehr seriös. Es war wiederum leidenschaftlich. Alle haben probiert. Es ist nicht alles ganz so gelungen heute, es ist nicht alles ganz so leicht gefallen. Aber am Ende stehen wir hier in dieser Gruppe mit 9 Punkten und 9:0 Toren. Und wenn das irgendjemand vorher gesagt oder geahnt hätte oder vielleicht darauf gewettet hätte, dann glaube ich, hätte er viel Geld verdient. Und von daher sind wir sehr zufrieden damit. Wir konnten jetzt allen Feldspielerinnen schon Einsatzzeiten geben. Das ist auch schön, dass wir ihnen auch Spielzeit geben können, weil es ist nochmal anders, als nur Trainingszeit zu generieren. Und von daher haben wir jetzt diese Gruppenphase so gelöst, wie wir sie gelöst haben, und freuen uns jetzt auf den nächsten großen Schritt im Viertelfinale. Vielen Dank. Christoph. Ja, ich glaube, die Kulisse und das Stadion, der Rasen, das hat heute alles irgendwie zusammengepasst, um ja da heute auf dem Platz zu stehen. Wir haben es von Anfang an betont, dass es bei uns egal ist, wer spielt, dass alle bereit sind, dass alle Lust haben. Das hat man auch gesehen an den Mädels, die wieder reingekommen sind. Es lässt einfach nicht nach, und ja, der Rahmen hat heute einfach gestimmt, um zu spielen. Und ja, ich denke, das kann jede andere Spielerin auch so bestätigen. Frank Hellmann. Ja, dass es jetzt Österreich unser nächster Gegner ist, ja, finde ich sehr, sehr spannend, finde ich gut, weil man natürlich viele Mädels aus der Bundesliga kennt. Ja, die Mädels keine Unbekannten sind, wir uns gut darauf einstellen können, und ich freue mich auf das Duell gegen viele Mädels, die man halt auch kennt. Eine Frage noch. Was dazu erwarten, wie stellst du deine Mannschaft drauf ein? Ja, also erstmal habe ich ja gestern schon gesagt, Gratulation an Österreich. Ich habe der Isabel direkt nach dem Spiel geschrieben, weil ich es einfach total verdient finde, wie die Mannschaft das in dieser Gruppe geschafft hat, ins Viertelfinale zu ziehen. Das ist kein Zufall, sondern das ist genau das. Sie haben das gegen England schon gezeigt mit einer taktischen guten Leistung und haben eben schon auch kurioses oder irgendwie auch ein blödes Tor kassiert gegen England, und dann gewinnen sie das nächste Spiel und dann gehen sie halt gegen Norwegen verdient, also wirklich verdienter Sieger vom Platz. Und dieser Spirit, der ja schon 2017 in den Niederlanden absolut zu spüren war, den zeichnet halt dieses Team aus. Sie sind eingeschworener Haufen, sie wissen, was sie zu tun haben, sie sind taktisch gut eingestellt, sie geben alles, sie glauben an sich, und es ist ein bisschen eine Parallelität vielleicht auch zu uns. Es ist ein Statement für die deutsche Frauen-Bundesliga, weil dort sehr viele Spielerinnen unterwegs sind. Und wir freuen uns. Wir freuen uns auf dieses Nachbarschaftsduell. Es wird kein Spaziergang in irgendeine Richtung, weil es ein Viertelfinale bei einer EM ist. Und da stehen die besten Mannschaften, und dazu gehört Österreich, und sie sind verdient dort. Erik Peters noch. Ja, ich habe es schon mal im anderen Interview gesagt. Ich finde es einfach schön, dass wir gerade gesehen werden. Sei es jetzt wirklich live im Stadion oder das zeigen auch die Einschaltquoten, dass da draußen auf jeden Fall Menschen sind, die sich unseren Fußball anschauen, und dass wir auch wirklich positive Rückmeldungen bekommen, dass der Fußball wirklich an Qualität dazu gewonnen hat. Und das ist das, was wir die ganze Zeit erreichen wollten, dass man uns sieht, dass wir gesehen werden und dass man uns auch gerne zuschaut, weil wir einfach mit unserer Qualität überzeugen. Und ich glaube, das haben wir jetzt mit den 3 Spielen auf jeden Fall schon erreicht. Wollen aber auf jeden Fall noch mehr Begeisterung präsentieren und auch noch mehr Leute mitnehmen und diese Euphoriewelle auch auf jeden Fall mit nach Deutschland nehmen. Damit es, wie gesagt, habe ich auch schon mal erwähnt, einfach kein Einzelfall bleibt, sondern zur Selbstverständlichkeit wird, dass die Leute uns unterstützen und einfach gerne kommen.